Ja, hallo. Ich habe mich kurzfristig dazu entschieden, ein Video aufzunehmen. Wie ihr hier vorne mit Sicherheit schon lesen könnt, ich bin auf dem Weg, mich mit Miles Eckert zu treffen. Was ich hier spiele, ist die Version 3.2.1F, wie Friedrich, auf dem PTU-Server. Das Gezappel vorhin, das liegt nicht an mir. Das ist immer noch ein Bug. Ich bin unterwegs mit meiner Freelancer. So sieht das gute Stück aus. Kennt ihr bestimmt. Eins meiner Lieblingsschiffe. Bisschen Gas geben. Ich bin auf dem Weg hierhin ein bisschen aufgehalten worden. Ich will nicht hoffen, dass die Zeit gleich verstreicht, bis wir uns mit Miles Eckert treffen. Ich bin ein bisschen aus dem Quantum Travel entführt worden, interdikten. Beim ersten Mal konnte ich noch abhauen. Beim zweiten Mal musste ich leider fighten. Wie ihr mit Sicherheit wisst, gibt es da ein Schiff, was euch daran hindert, weiterzuspringen. Wenn ihr das zerstört habt, dann könnt ihr den Quantum Travel wieder einleiten. Die Freelancer war übrigens das Schiff, was ich durch ein Upgrade erworben habe. Ich habe also mein Starterschiff aus meinem Starterpack habe ich genommen und habe ich auf die Freelancer abgegradet. So, wollen wir mal schauen. Aber hier steht zwar out of range. Aber wollen wir mal hoffen, dass wir eine Landeerlaubnis kriegen. Sieht nicht so aus. Gut, dann landen wir einfach so. Fahrwerk raus. Landing gear down. Oh, die Schiffe parken hier immer noch. Ja, wem die Schiffe hier gehören, weiß ich. Tut jetzt aber erstmal nichts zur Sache. Die haben sich ausgelockt, so wie es aussieht. Verschwinden die Schiffe nicht, wenn die Jungs sich ausloggen. Die Spieler. Ich gehe mal davon aus, dass das so von CIG nicht geplant ist.
So, mal gucken, dass wir hier vernünftig runterkommen. Ein bisschen vorziehen, damit wir hier nicht auf dem Felsen aufsetzen. So sollte das doch funktionieren. Touchdown. Triebwerke aus. Aussteigen. Ich verstehe gerade nicht, was passiert hier. Werden wir beschossen oder oh nee, ja. Wieso habe ich meine Triebwerke an? Habe ich doch ausgemacht. Komm schon. Komm. Ja, was war das jetzt? Okay. Versuchen wir das noch mal. So. So, ausschalten. Aussteigen. Ja. So. Na, hoffentlich sind wir jetzt nicht zu spät für Miles Eckert. Ihr wisst, normalerweise bin ich nicht so der Typ, der hier viel rennt. Da ich aber schon einige Zeit unterwegs bin. Wie gesagt, ich bin aufgehalten worden, ich bin interdiktet worden. Wollen wir ausnahmsweise mal einen Sprint einlegen, damit die Mission nicht verfällt? Weil, wenn ich mich schon so kurzfristig dazu entschließe, das Video hier aufzunehmen, möchte ich euch natürlich auch gerne zeigen, wie wir uns mit Miles Eckert treffen. So. Ups, nach links. Ja, Lewski, immer wieder eine Reise wert. So, wie gesagt, wir wollen uns ausnahmsweise mal ein bisschen beeilen. So,
Hier können wir es wieder langsam angehen lassen. Da sitzt der gute Mann. Glad you can make it. Grab a seat. Okay. Setzen uns. Time to time. Jobs find their way to me that aren't orthodox requests. That's a better way to say that, but let's just say they aren't the kind of ops you can give to just anyone. They require a very specific type of person. Mutual friends have told me that you might be one of those precious few who are capable of completing a contract without question. If I'm wrong, we can leave it at that. Enjoy a drink, my spectacular company for a few minutes. We'll part ways with the understanding that this meeting never happened. If I'm right, I might just have a gig that I could use you for. Ja, natürlich sind wir interessiert. Tell me if there's an op you want to take. Fair enough. See you later. Okay. So, wollen wir mal schauen, was er uns auf unser Mobiglas geschickt hat. Hallo? Da fehlt doch was. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier fehlt was. Was sind wir hier? Irgendwie habe ich das Gefühl, hier fehlt was. Don't have anything at the moment. Check back with me later. Okay. Ja. Hab ich anders in Erinnerung. Ohne Witz, habe ich anders in Erinnerung. Okay, dann machen wir uns wieder nach oben. Ja, dann wollen wir mal eben schauen. Was hatten wir denn hier? Was haben wir denn hier? Waiting on my package. Okay, die führt uns nach Kovalex. Die führt uns nach Kovalex. Lassen wir es erstmal bei den beiden. Okay, gut. Machen wir erstmal das. Dann nehme ich euch halt mit auf Mission. Tauschen wir eben das Schiff, glaube ich.
mit meiner Cutlass fliegen. Ach, wisst ihr was, wir machen das erstmal noch mit der Freelancer. Wir starten von da oben wieder. Weil ich glaube nämlich auch durch den Bug, als wir vorhin die Landeerlaubnis gekriegt haben, kriege ich auch keine Starterlaubnis. Also er macht die Luke oben nicht auf. Die Hangartore. Nehmen wir uns Freelancer, fliegen damit nach Kovalex. Seinen Kurs plotten. Ja, super. Okay. Dann halt so. Launch sequence complete.
Ja, rote Blinklichter. Irgendwas haben wir kaputt gemacht vorhin. Wir fliegen trotzdem Richtung Kovalex. Ja, ich bin heute nicht so gesprächig wie in den letzten Videos. Ich habe ein wenig Halsschmerzen. Woher die kommen, weiß ich nicht so genau. Ich weiß nicht, ob ich mir einen weggeholt habe oder... einfach nur ein bisschen belegte Stimme habe. Gucken, dass wir von hier gleich springen können. So, ist er nicht mehr obstructed. Dann wollen wir mal. Treffen mit Miles Eckert gerade, habe ich irgendwie im Gedächtnis, dass wenn wir uns mit ihm treffen, wir auch gleich eine Mission von ihm bekommen. So habe ich das irgendwie im Gedächtnis. Merkwürdig. Na komm, lass mich da hinspringen. Mach schon. So, erstmal nach Gegnern scannen. Gucken, nix da, okay. So. Das hier ist Kovalex. Drehen. Machen wir mal nur die Triebwerke aus. Ja, auch in Version F haben sie den Bug mit dem Quantum Drive noch nicht rausgenommen.
Yay! Hallo? Wieso kann ich nicht EVA'n? Was ist jetzt los? Okay, probieren wir mal eben was. Okay, da hat er in irgendeiner Animation festgesteckt. Könnt ihr dann einmal das Emote / Wave eingeben? Funktioniert manchmal. So, dann wollen wir mal gucken. Ich war vorhin schon mal hier, da habe ich genau die Tür aufgemacht. Ich EVA nicht gerne. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das, den wollen wir mal wieder ausmachen, dass das System mit dem EVA irgendwie etwas merkwürdig programmiert ist, nennen wir es mal so. Ich finde teilweise, wenn man irgendwas leicht aneckt, dass man dann als Reaktion die Körperbewegung, ja, dass sie teilweise viel zu krass sind, habe ich so manchmal das Gefühl. Oh, unser Freelancer treibt ab. So. Machen wir die Luke direkt dicht. Machen wir die Luke direkt dicht. So. Stellen wir die Kiste ab. So, jetzt haben wir ja noch eine. Und deswegen war das mit dem Luke dicht machen eigentlich Blödsinn. Die müssen wir sowieso nochmal aufmachen. Habe ich nicht dran gedacht, dass wir da gleich zwei angenommen haben. Aber ich hätte das Schiff näher ranfliegen sollen. Okay, wollen wir hoffen, dass wir die Kiste hier schnell finden und das Schiff nicht zu weit abdriftet. So, jetzt müssen wir welche Nummer suchen, welche Kistennummer. Kistennummer. ...964. Gut. Das ist die falsche. Ups, da war ein Ruckler.
362. Aber wollen wir hoffen, dass sie nicht zu weit abdriftet. Ups, 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 ruhig. So. Mal wieder so gucken. Hier ist keine Kiste. Na komm. Okay, da haben wir den Boden berührt. Ja. Weiter nach oben. Na, haben wir sie irgendwo übersehen? Ah, da haben wir noch eine. Was haben wir denn da für eine? Ist auch die falsche. Ja, haben wir irgendwo eine Kiste übersehen? Okay. Hier haben wir keine drin, richtig? So. Die wird doch nicht wieder irgendwo reingebackt sein. Habe ich letztens auch mal eine gehabt. Die war in eine der Terminals gebackt. Okay, hier ist keine.
Na, 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 na. Ruhig, Brauner. Okay, probieren wir es nochmal hier drin. Wollen wir uns hier mal ein bisschen genauer umgucken. Vielleicht war ich auch hier zu schnell. Wollen wir uns erstmal hier unten umschauen. Ihr habt sie vermutlich schon gesehen. Okay, hier ist sie auch nicht. Hier schwebt auch keiner drin rum. Okay, hier haben wir schon drin nachgeschaut, da brauchen wir nicht nochmal nachgucken. Sind wir blind? Wieso habe ich den gerade nicht gesehen?
Ja, sag ich jetzt nichts zu. So, jetzt können wir aber die Luke schließen. Hoffentlich haben wir keine Laus im Pelz. So, dann place mal meine Kiste. Na komm. Bringen wir die erste Kiste weg. Ja, schade, ich hatte das echt anders in Erinnerung mit Miles Eckhart, mit dem ersten Treffen. Ich habe das wirklich so in Erinnerung, dass er uns direkt Missionen angeboten hat zur Auswahl. Sollte ich mich da jetzt wirklich so vertun? Na, prickelnd. Wir kriegen hier auch keine Landeerlaubnis. Super. Das Einzige, was uns jetzt übrig bleibt, ist wild parken und wieder ein Crimestat kriegen. Na, da bin ich ja jetzt wild drauf. Wo müssen wir denn die andere hinbringen? Auch hierhin. Okay. Allerdings müssen wir die auf die andere Seite bringen, wa? Ja.
Ist es eigentlich egal. Wildparken ist Wildparken, aber ich muss jetzt zweimal wildparken und da habe ich so überhaupt keine Lust zu. Ja, ein ätzender Bug. Was haben wir denn da? Oh, ein Trümmer. Okay. Versuchen wir nochmal. Wird wieder nicht gehen. Ja, hier soll irgendwie eine Kommunikation laufen, die sich nicht abbrechen lässt. Und deswegen können wir die nicht starten. Wisst ihr was? Wir parken jetzt hier. Landing gear down. Front collision. Ja, da sind wir reingespawnt, weil wir Falschparker sind. Okay, ups, müssen die Richtung. Ja, da oben haben wir unser Crimestead. Ist auch noch irgendwas faul mit dem... Landing Service. Okay, geben wir unsere Mission ab. Dann können wir gleich mal probieren, unsere Freelancer nochmal zu spawnen. Die andere Mission auch noch abgeben. Need something? Yes. All right. Place it here. I'll see this gets where it's going. Okay. Als Eckert treffen. Caesar 8. Eben schauen. Die andere Mission. Oh, die ist weg. Okay. Ja. Miles Eckert. Ja, okay. Versuchen wir es nochmal. Meet with Miles Eckert. Okay. Mieten wir. Dann rufe ich auch gleich ein anderes Schiff. Dann würde ich gerne...
meine Cutlass nehmen. Caesar 7. So, dum-dum-dum-dum. Da steht das gute Stück. So, hier gibt es auch noch einen Bug. Nach dem Spawn können wir hier die Tür nicht drüber schließen. Müssen wir einmal hier drüber machen. Nachher funktionieren dann die Open and Close Button. Moment. Was ist das denn jetzt? Wir haben doch gerade die Mission mit Miles Eckert angenommen, dass wir uns mit ihm treffen wollen. Wo ist sie hin? Ja. Witzig. Uncool. Sehr uncool. Okay, dann nehme ich euch mit den Crimestead wegmachen. Ja, brauche ich trotzdem die Star Map. Dann halt nicht. Springen wir erst dahin. Launch complete. Landing gear up. So, das Comrade sollte. Da oben ist es. Quantum Drive is now on.
drive is now off. So, bevor wir dabei hinspringen, wollen wir mal ein wenig. Den machen wir aus, den machen wir aus, den machen wir aus, den machen wir aus. Übertakten, 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 übertakten. Sehr gut. Die brauche ich normalerweise nicht. So, gucken, haben wir hier Bösewichter? Im Moment sind wir selber einer. So, schon mal das Fahrwerk raushauen. Landing Gear down. So, wollen wir jetzt hier den Computer hacken, praktisch, und uns wieder zu einem ehrenwerten Bürger machen? Automated landing. Allerdings verstehe ich das System hier nicht so ganz. Die Station, die wir jetzt hier betreten, ist zerstört. Kaputt. Außer Dienst. Wie auch immer man das jetzt nennen mag. Nach meinem Verständnis dürfte sie auch keine Verbindung zu dem Hauptrechner haben. Weil die Station eigentlich von der Außenwelt abgeschnitten ist. Mein Problem dabei ist jetzt, wenn wir jetzt hier den Rechner hacken und doch eigentlich keine Verbindung besteht, wie es dann sein kann, dass wir uns auf dem Hauptrechner zu einem ehrlichen Menschen gemacht haben. Das ist so eine Kleinigkeit, die mir hier noch nicht so ganz einleuchtet. So, wir gehen direkt hier rum. Wir wollen mal. Ich will mal hoffen, dass wir hier keinen bösen Spieler treffen, der uns an den Kragen will. So, jetzt sehen wir hier. Dieses Rädchen da laufen. Ja, da, wo ich jetzt drauf ziele. Das läuft jetzt einmal durch. Und dann sollten wir wieder ehrlich sein. Ja, wie die Verbindung zu dem Hauptrechner besteht, damit wir uns da jetzt eben halt wieder ehrlich machen und unsere Verbrecherakte löschen, so kann man das, glaube ich, nennen, verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht weiß es ja von euch jemand. Mir leuchtet das nicht so ganz ein. So,
Wir sind von hier hinten gekommen. Auf. So, seht ihr, nach dem Spawn funktioniert der Button. Ich muss mal eben nach meinem Timer gucken. Ja, die Aufnahme, die läuft jetzt schon seit einer Stunde. Okay, dann beende ich das hier. Sage Dankeschön und auf Wiedersehen.